Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, mein Blog immer noch mit den Special-Aufgaben mit Hose, Maxi, Goro und Ja. Nefias. Du meinst, das sind nicht die Special-Aufgaben, du meinst eigentlich, das sind die neuen Aufgaben. Special-Aufgaben. Kann ich jetzt Goros Nein. Aufgabe auch machen? Weil ich fand die gut, also. Nein. Ich mache sowieso einfach immer nur komische Geräusche und die anderen denken, ich rede. Also von daher. Nein, Hose, nein. Oh. Wir sollten Hose da eine Chance geben. Echt mal. Sollten wir? Ich weiß nicht. Nein, sollten wir Nee, nicht. sollten wir nicht. Nein. Glaube auch lieber nicht. Okay, wir haben also bis jetzt genau eine Aufgabe quasi rausgefunden. Also nämlich Ja, die Annes Goro Fehlturm jetzt. ist auch eine Aufgabe, oder nicht? Oh Mann. Der passt hier nicht in die Stadt auf jeden Fall. Jetzt wart doch erstmal ab, aus einem was ist normalen hier? Menschenverstand würden sie das nicht bauen. Also ich kann ja mal sagen, dass ich habe Anne ihre Aufgabe Ja, gestellt und jetzt, ihr müsst Hose auch mal ein bisschen was zutrauen. Ein Das Feenturm ist ist ein es nicht, Penis, ja. oder? Alter. Es ist kein Feenturm. Jetzt lass es doch mal. Also, baue einen könnt ihr großen vielleicht Phallus wenigstens mitten in die Stadt? warten, Es bis ist es es. fertig ist? Ja. Baue einen riesigen Ich sag Phallus Bescheid, mitten in wenn der ich Stadt. fertig bin, okay? Und dann guckt ihr euch das an. Ist das eine Kondomfabrik? Ja, oben drauf Das schreibe ich wäre dann echt drauf. witzig. Kondomi GmbH schreibe ich dann oben drauf. Konhosi GmbH. Oder das so, macht ja. keinen Sinn, GmbH. Mach eine große Hose-Statue mitten in die Stadt. Es kann von Hose sein, es kann alles sein. Sagen wir mal so, ja, ich habe ihr die Aufgabe gestellt, aber was auch immer sie gerade baut, hat nichts mit der Aufgabe zu tun und es ist kein. Ich weiß ja, nicht, ja. ich gebe ihr doch nicht eine Aufgabe, und bauen einen Feenturm in die Stadt oder. Ja, Vor allen Dingen, ja auch nachdem sie mich Sinn, angemeckert hat, meine Farm wäre nicht industriell genug. Vielleicht ist das ja. Jetzt vielleicht ist wart das doch ja. mal. Maxi, Mann, ihr komm mal könnt mit. auch echt nicht abwarten, ne? Und dann bin ich immer der zu hören kriegt. Also, ich habe keine Ahnung, aber du kannst einfach echt nicht bauen. Ja, ja. Geh mal gucken, ich habe eingerichtet. Ich weiß noch nicht, wie cool das ist. Okay. Irgendwie mag ich nicht. Gibt es Fans, der nicht hässlich ist hier in der Version? Nein. Schade. Ja. Bisschen spartanisch. Ja. Badezimmer? Badezimmer? Oh, sein wird. Das ist der. Er hat nicht. Er wartet hier schon ein bisschen länger. Er wartet schon ein wenig länger auf seine Behandlung. Wer? Guck mal, er hat sogar Rückenbilder von sich an der Bilder von sich an der Wand. Warte mal, nur Bilder. Die haben alle Rückenbilder hier. Ja, warte, das ist hier ist ein Penis. Das ist oh. Scheiße, stimmt, das ist ein Penis. Der hat Penisbruch, der hier drin liegt. Oh, oh, ich will auch gucken. Ich wollte schon immer mal einen Penisbruch sehen. Nicht an Schild mir, aber. Drüber DXQM Hose. Ey! Ja, okay, wenn du es falsch schreibst, ist mir auch egal, aber. DQM Hose. XDQM Hose. Kann keiner richtig schreiben, ey. Siehst du, deswegen habe ich mir den Namen ausgesucht. Aber laut Gerät hat er noch Pulsertyp. Oh, warte mal, ich habe auch noch das. Laut was? Was macht der denn da? Keine Ahnung, deswegen gehe ich auch gerade gucken. Oh, ein Stethoskop. Braucht Maxi ein Krankenhaus? Oh, hier ist ja auch einiges gewachsen. Krankenhaus wäre eigentlich auch noch eine gute Idee. Hallo? Hab ich doch ein, schon. Ein sickes Haus. Yo. Hallo. Sickes Haus. Ey, das ist doch Goros Heilpraxis oder sowas, ne? Hier. Ja, also das ist so ein Kräuterdoktor hier. Na, guck dich mal an. Kräuterdoktor. Und der soll ja. Penisbruch heilen? Nein, hier. Hier drin. Ja. Hier, da. Oh, scheiße. Ich würde eher sagen, es sieht aus wie ein geröntgter Creeper, aber jetzt, wo du es sagst, das sieht aus wie Penisbruch, ja. Links die eine Seite, rechts die andere, ne? So, und hat's geknackt. Ja. Und links. Guck mal, und hier hat einer drei Pfeile in seinem Penis. Das ist ja furchtbar. Das ist sogar glatter Durchschuss. Ja, eben, ne? Mit allen dreien, ey. Das ist bestimmt Hanzo Main, ne? Nee, ja, der wartet noch. Das war das ehemalige Wartezimmer, den haben sie nicht rausgebracht. Aber hier, er hat sogar ein Porträt von sich hier hängen. Ja, das ist ein Nebenjob, ne? Also Arzt sein zahlt sich nicht mehr aus. Also hier gibt's sogar drei Skalpell. Heißt das Skalpelle? Skalpells? Guck mal, das sind sogar verschiedene. Echt? Wie heißt denn jetzt Skalpell in der Mehrzahl? Skalpell. Eins, zwei, Skalpell. Und die Schwester ist jedes Mal verwirrt, ob sie 1, 2 oder 9 geben soll. Warum steht hier eigentlich eine Kiste? Ach so, mit Holz drin. Das ist meine, wenn ich mal alles abgefarmt habe, dann. Deine frustrierte Kiste. Mach ich das gleich. Goro, dein Gast, dein erster Gast. Oh. Oh, du hast ihn umgebracht. Nicht schlecht für eine erste Behandlung. Dankeschön. Ich glaube, das kriegen die auch bei der Uniklinik oder sowas zu hören, weißt du? Wenn die schneiden doch erst an Leichen rum, ne? Ist das so? Immer das noch weiß so? Ich nicht.
Ich kriege immer nur die Stories mit von wegen, ja, ich hatte dann meine erste Behandlung, habe alles verkackt oder so und er hat seinen Arm verloren oder so, aber war ja Uniklinik. Okay. Ja, das Problem ist, gut, wie du so empathielos darüber redest. Ja, aber die lebenden Patienten, die unterschreiben dafür, dass die. Ich möchte von Quacksalber geheilt werden. Ja, dass der auf Entschädigung verzichten sollte, irgendwas schief gehen. Genau, das ist eben die dümmste Idee aller Zeiten. Und ich würde auch nie. Ich meine, klar müssen die es lernen, aber sollen die es an anderen Körpern lernen? Das ist ja auch meistens nicht anders hier in Dänemark, sein, wenn du zur Zahnarztschule oder zur Friseurschule gehst. Viel mehr wert, Hose. Das ist so geil. Für mich? Ja. Also. Du kannst grundsätzlich nicht sagen, Person A ist vom Leben her mehr wert als Person B, aber wenn es um dich geht, natürlich. Natürlich. Weil wenn du stirbst, ist vorbei, dann ist ja auch scheißegal, was alle anderen machen. Ja, dann ist doch egal, was alle anderen machen, weil du selber bist tot. Genau. Erschrecklich. Ja, also manchmal hat man so Momente, aber ja. Also scheiß auf die anderen. Genau, Malle ist nur einmal mehr. Nee. Also theoretisch kannst du auch zweimal hinfahren, oder? Kannst du öfter hinfahren. Daneben. Dürfen Anne und Niffi nichts sagen? Doch, ich bin nur hochkonzentriert. Nee, Niffi spielt nebenbei eine Runde Overwatch. Das war seine Aufgabe. Das wäre auch mal was. Ja, das wäre vor allem eine Aufgabe für Jeevee, ne? Die können einfach meine wieder Aufgabe von der letzten Folge übernommen jetzt. Der darf halt nichts sagen. Darf er echt nichts sagen? Hey, Niffi, wie geht's dir so? Mir geht's gut. Ah, scheiße. Oh, er darf was sagen. Das ist also nicht seine Aufgabe. Was macht er denn? Aber wie geht's Knut? Knut? Was? Wer ist Knut? Der blöde Eisbär, den die erschossen haben oder irgend so ein Shit. Den haben sie doch überhaupt nicht erschossen. Der ist so krank geworden. War das der Affe, den die erschossen haben? Ich hab keinen Affen erschossen. Doch, das war ein Gorilla. Haben die doch erschossen. Die ja. Berliner Zoo? Nein. Nein. Amerika. Du sollst alles erschießen. Ja, aber da war Knut doch nicht. Der war doch im Berliner Zoo, oder nicht? Was weiß ich, ey. Fucking Knut. Fucking Knut. Ja, ist doch so. Knutella, ey. Habt ihr das Bild gesehen von Knutella? Nee. Das ist aus dem geworden. Nefi, wie hieß denn nochmal die Rüstung? Welche? Dark Steel? Die du hast. Die Fliegerüstung. Travelers Rüstung. Ja. Ist die jene, Travelers Gear welche, ist das. Das reimt sich nicht. Ich weiß nicht. Travelers Wings oder was? Ja. Haben wir auch Travelers Scroll? Es ist Nefis Aufgabe, heute einfach so wie auf Valium zu sein oder so. Wie auf Valium? Oder habe ich ihn zu leise im Teamspeak gemacht? Nein, er ist sehr leise auf einmal. Ja, ne? Er sagt nichts. Irgendwas muss er machen, was er nicht. seine Aufgabe ist so, er darf nicht über einen Pegel von minus 3 Dezibel kommen oder sowas. Das ist voll scheiße. Oder nicht unter minus 3 Promille. Deswegen hat er auch eben nichts gesagt, wie angestrengt er einfach vor seinem Mikro saß und so, oh, nicht furzen. Der hat sich irgendwas, runtergeschrieben, so. Das darf ich nicht sagen. Oder Max hat ihm Wörter gegeben, die er nicht sagen darf. Oder er darf nicht aufs Dinge antworten von uns oder so. Ja, auf Dinge. Auf Dinge. Ja, so, er darf wahrscheinlich nur was sagen, wenn wir ihn direkt ansprechen. Also er hat nicht geantwortet, wenn ich ihn gehauen habe. Also ich. Du hast ihn noch nicht direkt angesprochen. Ich kann euch okay, so verraten. Er hat keine Beeinschränkung, was er nicht sagen darf. Das ist aber trotzdem voll scheiße. Haben wir noch Bronze? Vielleicht muss er nett sein. Das wäre tatsächlich. Oh nee, das wäre schrecklich. Das wär auf jeden Fall mal was Neues. Boah. Krasse Geschichte. Ja. 20 Jahre YouTube kam im Übrigen gut an, ne? Ja, ich hab's gesehen. Es sind 3 Leute auf den Zug aufgesprungen. Ne, Niffi? Was? Hast du bist auch schon gehypt? Ja, guck mal, wie er. Guck mal, wie er grinst. Was? Was war 20 Jahre YouTube? Hab ich auch nicht. Ich weiß auch Niffi nicht. Niffi ist 20 Jahre Special. Special. Habt ihr den Twitch von Tautor gesehen? Den 200 Abonnenten Special, wollte ich gerade sagen. Attack wie die 200 Abos auf YouTube. Ja, 2000. Okay, whatever. 200 Abos auf YouTube. Ja, krass. Er hat halt von den 2000 nur 200, die er wirklich mag. So ist das. Ja. Alles gut. Warte mal, was war nochmal Bronze mischen? War Aluminium und Kopper, ne? Ein Kopper, 3 Tin. Guck das Scheiße rein. Okay, was mache ich denn hier? Oh, langsam wird das hier. Doch, Rintintin? Ja, nichts. Ne, nicht Rintintin. Jetzt ist kompliziert. Chim, 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 du weißt schon. Oh.
Was, oh? Nix. Jetzt geht's schief. Das ist ein Kopper, zwei Tin? Ja. Drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein Kopper, drei Tin. Blöd. Sechs. Nee, warte mal. Sechs, acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, das ist ja. Du redet immer noch im Geräusch, obwohl er nicht mehr muss. Ach, deine. Ja. Ich bin ganz schön frech von dir. Deine Maus hakt wohl, da ist wohl ein Krübel drunter. Das ist auch eine schöne Aufgabe, oder fang jeden Satz an mit deiner Mutter. Deine Mutter. Wie geht's eigentlich mit dem ME-System voran? Deine Mutter. Ganz gut. Mutter. Was hattest du heute zu essen? Deine Mutter. Wow. Burritos. Mit Burritos, ja. In so einem Burrito eingedreht. wenn das Burrito. Kennst du diese Kissen, die aussehen wie Essen, so ein Pizzakissen oder sowas? Wie geil wäre das bitte, wenn du so eine Art Burrito-Decke hättest, wo du dich so drin einwickeln kannst und da drin sind so flauschige Burrito-Zutaten. Ja, es gibt Hackflausch gibt oder so. Burger, Burger, wo du dich zwischen den Salat und die Frikadelle legen kannst, ey. Haben wir lecker Hackflausch, Alter. Ja. Wir müssen nächstes Mal, wenn man Aufgaben vergibt, die dann nur für eine Folge gelten, dann auch schreiben, in welcher Folge das sein soll. Ja, das nee, ich glaube, das sollte sich der die Aufgabe macht, entscheiden dürfen noch. Also ja, das sag ich ja. Ach so. Der die Aufgabe entscheidet, so, wenn Anne mir zum Beispiel die Aufgabe gegeben hatte mit diesem und dann sagt sie, das machst du aber erst in der vierten Folge. Nee, ich glaube, das solltest du entscheiden dürfen, weil für manche ist es einfach so out of context, dann wird es sowieso sofort, also, keine Ahnung, wenn deine Aufgabe ist irgendwie, weiß ich nicht, du so, als wärst du ein Opernsänger, aber nur in Folge 3 oder so. Ja, und dann gehst du in Folge 3 nicht um Oper. Ist ja auch, wenn du denn Aufgaben hast, die vielleicht irgendwas Spezielles erstmal erfordern, was passiert, ne? Ja. Und wenn das dann eintrifft in den Folgen, dann bist du so ein bisschen. Ja, klar, das meine ich ja nicht. Ich meine ja, dass zum Beispiel, wenn so Sachen sind, die du eine Folge lang machen musst. Ach so, das sehe ich. Du kannst ja nicht bei jedem sagen, mach das in Folge 3, sondern zum Beispiel, so wie ich jetzt zum Beispiel, dieses Räuspern ja, genau. Du darfst nicht sprechen, nur in Folge 4 oder so. Ja. Ist halt zur Überlegung. Aber Nefi hat echt wenig gesagt. Ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Oder sein Task oder so. Sein Task hat irgendwas, was so ähnlich ist, aber was total bescheuert ist, damit zu tun. Ihr wisst schon. Er versucht seine Aufgabe klug zu umgehen. Das ist scheiße, Nefi. Nächste Folge nochmal, Nefi. Das ist ja wohl. Oh, alle Folgen, aber nice. In der ersten hat aber ganz schön viel gelabert. Es war auch nur, er suchte sich eine Folge aussuchen. Oh, nö. Ich mach's auch nicht diese Folge. Ich muss mir das echt. Das ist muss ich erstmal, glaube ich, Was vorbereiten, Alter. Das ist echt nicht leicht. Was? Du musst dich darauf vorbereiten, nichts zu sagen. Nee. Aber nein. Nicht sagen, habe ich versucht. Er hat versucht, nachzudenken, wie ich es mache, aber. Und dann ist dir aufgefallen, dass das super langweilig ist, wenn wir Aufgaben machen, um ein bisschen Pep reinzubringen und du versuchst, die Aufgabe zu umgehen. Nein, ich will sie ja nicht umgehen. Ich will sie ja machen, aber. Das klingt für mich nicht danach. Das, was Maxi mir da gegeben hat, ist für keinen wäre das leicht. Ich glaube, ich. Das ist wie dieses, was die Schüler immer versuchen, so verwegen: ja, ihr sollt das und das machen, aber du hast aber nicht gesagt, dass wir das nicht machen sollen. Genau. Das ist wieder so nach dem Motto, das kein Portal in ein Haus bauen, aber ein Haus ums Portal ist ja erlaubt. Hat ja keiner gesagt, dass du kein gesagt, dass Haus ums Portal bauen. Das ist 3 Jahre her und wir reiten immer noch drauf rum. 3 Jahre? Ich wollte auch gerade sagen, dass oder hast du das gemacht, Nefi? Ich kann mich noch ganz am Anfang in diesem Projekt dran erinnern, dass das irgendwann zur Sprache kam. Okay, Das verjährt nicht. Ich glaube, ich muss mal eine Studios-Building-Folge machen, wo ich einfach mal hier rumfliege und das Dach fertig mache. Hast du noch eine Enderperle, Nefi? Bullshit. Ja, im ME-System. Habe ich ihn hier als Rim benutzt, den da, ne? Deine Mutter. Wunderschön. Wir hatten hier unseren Villager Erde hingepackt. Ach, das ist Nefi.
Ich finde es schön, wie da ständig so gesummt, schrägstrich gesungen wird. Ich traue mich jetzt nicht, das so zu nennen. Ich versuche mich irgendwie zu konzentrieren und das einfach komplett ignoriert. Scheißbau hier. Wegen seiner Aufgabe. Diesen Scheißbau hier? Warte mal, jetzt bin ich interessiert, was du machst. Wo machst du das? Da hinten. Ja, ich soll das hier, was ich jetzt gerade hier baue, noch einige Stockwerke höher bauen. Ja. Was ist denn deine Aufgabe? Ich kann da innen eins reinmachen. Bullshit. Ich habe Traveler's Wings. Whee. Nur die Flügel? I believe he can fly. Ich habe noch kein Leder. Du hast gesagt, er hat einen Tripper. I believe he can... Wie geht das Lied weiter? Touch the sky. Touch my penis. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Oh, komm, darf er wieder reden. Oder nicht?